Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den Annaburger HTS 31.06 und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier mal genauer vorstellen. Vorab ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Anhänger. Der Autor von diesem Mod heißt hier HR Forst und Fahrzeugbau und die Modgröße liegt hier ca. bei 5,79 MB. Ist in der Version 1.000 aktuell für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole kaufen tut, dann kostet euch dieser ca. 10 Slots. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal kaufen tut, dann ca. nur noch 1 Slot. Das Ganze finden wir hier aktuell unter Mods und DLCs. Und da haben wir hier schon den Annaburger HTS 31.06. Dieser Anhänger kann hier im Prinzip alles laden, was hier unten aufgeführt ist. Als Beispiel haben wir zum Beispiel hier mal Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Hirse, Oliven, Sonnenblumen, Kartoffeln, Zuckerrüben, Zuckerrübenschnitzel, Zuckerrohr, Saatgut, Mischration, Häckselgut, Hackschnitzel, Silage, Gras, Heu, Stroh. Dann haben wir hier noch Schweinefutter, Mineralfutter, Mineraldünger, Steine und. Und so sieht die aktuell mal hier im Shop aus. Dieser Annaburger HTS 31.06 kann ca. 55.000 Liter laden, wiegt 11 Tonnen leer und kostet in der Standardkonfiguration 105.000 Euro. In der Konfiguration selber können wir hier wählen die Reifenhersteller, einmal Michelin, Friedestein, Nokian, BKT, Drilleburg und hier wieder Michelin. Bei Michelin haben wir hier wählbar die Cargo XBIB oder die Cargo XBIB HF oder wieder die Cargo XBIB. Bei Friedestein haben wir hier wählbar die Flotation Track, die Flotation Pro oder wieder die Flotation Track. Nokian können wir hier auch wählen mit den TRI2, Forest King F2 oder TRI2 wieder. BKT haben wir hier nur wählbar aktuell die Ridimax FL693M und bei Drilleburg können wir hier zum Beispiel wählen die T404 oder die 428SB. Die Twin Radial sind auch hier wählbar oder auch hier wiederum die T404. Anbaukupplungstyp haben wir hier wählbar Kugel als Kugel oder als Öse, je nachdem, was euch da am besten gefällt. Und die Abdeckung haben wir natürlich auch noch wählbar, mit Ja oder mit Nein. Das Ganze hat auch Farbwahl. Da haben wir hier zum Beispiel die Fahrgestellfarbe. Kann man hier in allen Farben machen und das finde ich auch wiederum sehr interessant. Hier zum Beispiel von Rot gehen wir mal hier mal auf Goldhöfer Blau. Sieht auch sehr interessant aus. Oder auch gerne mal hier in Kotte Grün. Dann die Aufbaufarbe können wir hier auch wählen in allen Farben. Von Weiß zum Beispiel auf Rot. Von Rot zum Beispiel auch gerne in Schwarz. Oder halt in allen anderen Farben. Wir können hier zum Beispiel auch mal Beige nehmen. Und die Abdeckungsfarbe können wir hier auch wählen in allen Farben. Als Beispiel ist jetzt hier gewählt Annaburger Grün. Und wir können Annaburger Weiß nehmen. Oder auch Rot. Oder auch je nachdem, wie ihr das am besten haben wollt, auch sogar hier in Schwarz. Sieht auch interessant aus. Felgenfarbe habt ihr hier natürlich auch noch wählbar in allen Farben. Von zum Beispiel Silber auf Rot. Von Rot auf Spezialblau 1. Oder wir können hier zum Beispiel auch Schwarz nehmen. Das Kennzeichen könnt ihr hier natürlich auch noch wählen. Und dann kostet euch dieser Annaburger Anhänger hier in dieser Konfiguration 120.800 Euro. Und so sieht dieser Anhänger hier mal aus mit den verschiedenen Farbmalen. Im Prinzip mir hier komplett rot, rot-schwarz gehalten, ja, grün-weiß gehalten oder auch Standard. Das Ganze wollen wir natürlich auch gern ausprobieren. Dazu habe ich mir einen New Holland geholt. Und den Annaburger Anhänger hier mal in der Blau-Weiß-Silber-Optik.
Ihr habt ja aktuell schon gesehen, wir haben diese Stützfüße, wenn man das Ganze abkoppelt und ankoppelt. Finde ich auch cool gemacht, dass die Füße dann automatisch hochfahren. Dann haben wir hier im Prinzip das Licht. Hier in der Seite haben wir das Licht auch schon schön gemacht hier. Seitenbegrenzungsleuchten, Seitenmarkierungsleuchten hier links und rechts jeweils. Dann haben wir hinten das Licht, die Kennzeichenbeleuchtung, Rückfahrleuchte 2 Stück. Dann haben wir die Bremse dabei mit 2 Stück. Blinker rechts und Blinker links zum Beispiel. Genau. Dann haben wir hier eine Tastenkombi wählbar, aktuell L1 und X für Aufbau anheben. Das machen wir hier zum Beispiel. Dann könnt ihr den Aufbau anheben. Dann hebt er komplett hoch. Oder ihr setzt das Ganze wieder ab. Finde ich auch cool gemacht. Dann habt ihr hier selber noch L1 und Steuerkreuz nach links für die Abdeckung zu schließen. Oder halt auch gern zu öffnen. Ja, je nachdem. Und dann habt ihr hier noch wählbar aktuell mit L1 und R1 und Dreieck für hier abladen. Aktuell an dieser Stelle ohne Triggerpunkt. Ihr könnt natürlich auch wählen, aktuell mit R1 und rechter Stick nach oben oder nach unten, nämlich die Deichsel wählen. Und hier habt ihr aktuell noch gesehen, wir haben eine Achse schon noch oben. Das ist die erste Achse. Und ab ca. 20% Ladung geht diese Achse nach unten. Und das wollen wir gerne natürlich noch testen. Wir fahren hier unter einer Multikaufstation. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel mal Weizen hier. Oder halt auch alles andere, was halt so geht. Nehmen wir jetzt ungefähr mal Weizen. Und siehe da, die Achse ging nach unten. Ungefähr jetzt mal so knapp 29 Tonnen an Weizen. Und wir haben hier aktuell noch Lenkung. Die erste und die letzte Achse lenkt sogar mit. Genau, so sieht man das besser. Finde ich auf jeden Fall auch cool gemacht. Wir mischen das Ganze auch gerne mal umladen. Mal gucken, ob das funktioniert. Fahren wir einfach mal hier hin. Und fahren den Aufbau dann nach oben. Aktuell mit L1 und X. Dann fahren wir den kompletten Aufbau nach oben. Fahren noch ein Stück zurück. Und können hier aktuell auch umladen, weil wir schon einen Triggerpunkt haben zum Überladen. Und schön können wir das Ganze hier überladen. Sieht auf jeden Fall auch sehr interessant aus, sehe ich gerade. Geht auch sehr schnell. Können den Anhänger wieder zumachen. Das Ganze wieder runterfahren. Und dann haben wir hier auch schön und schnell unseren Anhänger umgeladen. Finde ich an sich auf jeden Fall auch ein schöner Mod. Wir haben natürlich auch die ganzen kleinen Schilder hier. Oder die Warnschilder hier. Die ganzen Erklärungsschilder hier, was man achten muss. Und. Ja. Optisch macht er auf jeden Fall auch einen schönen Eindruck. Ist sehr, sehr lang und sehr prächtig, muss man sagen. Ja. Hat schon was. Und kann man sich hier auf jeden Fall gerne mal laden und auf Dauer mal testen. Wir haben auch einen Server aktuell. Und da werde ich den eventuell mit draufnehmen. Und den mal auf Dauer testen, wie der dann so ankommt. Wie gesagt, optisch macht er auf jeden Fall einen schönen Eindruck. Und technisch ist er auch auf jeden Fall gut gemacht. Mit knapp 6 MB kann man hierzu auf jeden Fall nichts sagen. So. Dann sind wir hier schon leider zum Ende von diesem Video hier angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne mal bitte euer Feedback da. Falls Fragen, Anmerkungen oder mehr da sind, bitte unten in die Kommentare. Und falls ihr uns besuchen wollt auf Twitch und bei unserem Discord-Kanal, schaut gerne unten in die Videobeschreibung rein, da findet ihr die Links zu meinem Twitch und zu meinem Discord. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut, liebe Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.